Ja, und damit herzlich willkommen zurück aus der klitzekleinen Pause. Wir sind wieder da für euch mit der zweiten Partie des Abends, nämlich CLG gegen GGS, also Counter Logic Gaming gegen die Golden Guardians, oder wie ich sie gestern liebevoll genannt habe, die Silver Guardians. Denn das gestern war am Ende gar nicht mal so gut, am Anfang dafür umso besser. Ja, die Golden Guardians haben auf jeden Fall, ich habe das glaube ich schon viermal gesagt, ich sage es auch ein fünftes Mal, gestern gegen den absoluten Favoriten Team Liquid 7-0 jetzt in der Liga, haben super gut gespielt. Und wenn sie so eine Performance, habe ich? Ja, das habe ich bestimmt schon mal gesagt, ne? Und wenn sie solch eine Performance hier heute nochmal bringen können, dann ist natürlich die Frage, kann CLG das genauso gut halten und auch entsprechend dann gewinnen wie Team Liquid? Ich glaube nicht. Ja, ist schwierig, aber CLG, muss ich sagen, hat sich auch deutlich gesteigert. Also für mich gestern CLG mit dem cleansten Game im Laufe des Tages, was einfach dieses Makro anging, weil sie wirklich dieses 1-3-1 strikt runtergespielt haben, haben sich nicht irgendwie verängstigen lassen oder nicht beirren lassen, haben einfach gesagt, okay, wir haben den Kassadin, der ist gleich Level 16, den schicken wir in die Sidelane und dann macht er das 1v5. Und das hat er im Endeffekt, also Power of Eevee gestern mit einer super guten Performance, aber eben auch der Rest des Teams super gut dabei. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie das heute aussehen wird. Auf der anderen Seite Golden Guardians, ist schwer einzuschätzen, jetzt haben sie gegen TL so gut gespielt, TL hat bisher aber gegen alle anderen gewonnen. Kann Golden Guardians gegen die anderen auch so gut spielen, oder war es gestern nur so eine Momentaufnahme? Also im Endeffekt, Golden Guardians hatten ja, wenn ich mich nicht ganz täusche, 0-4 angefangen und dann haben sie 2-0 gemacht und mussten gestern gegen den absoluten Favoriten der Liga ran und da entsprechend mit einem Lose-Candle. Also so gesehen, wenn wir diesen letzten Lose jetzt rausnehmen, der eben gegen Team Liquid war, sind sie noch auf einer Winning-Streak. Ja, sie haben sich gefangen und es ist viel, viel besser als das, was sie in den ersten zwei Wochen gezeigt haben, dementsprechend. Das sage ich auch immer, wenn ich den letzten Lose rausnehme, bin ich eigentlich noch auf einer Winning-Streak. Also, ich meine, die letzten fünf Loses. Aber nee, ich stimme dazu, sie sind wahrscheinlich, sie sind noch motiviert. Das war zu sagen, ne? Ja, genau. Also ich glaube, dass sie auch das Potenzial haben. Also wie gesagt, sie haben diese Probleme, die ich immer angekreidet habe in den ersten zwei Wochen, in der dritten Woche eigentlich ganz gut gelöst, dass sie eben sehr unkoordiniert gespielt haben und immer nicht so die besten Entscheidungen getroffen haben. Dann haben sie 2-0 gespielt und gestern gegen Team Liquid hat das auch gut gespielt. Sie haben halt eine Comp gehabt, sie haben diese Comp nutzen wollen, sie haben immer einen Kill gekriegt, ein Lead aufgebaut und dann wollten sie halt mehr, weil sie irgendwie das Game snowballen mussten. Da hat Team Liquid dann entsprechend gut verteidigt. Aber das war halt nicht dieses Problem, was ich immer meine, sondern es war halt einfach gut gespielt von Team Liquid. Dementsprechend bin ich gespannt. Ja, und vielleicht so als kleiner oder Frage, was könnte Golden Guardians vielleicht machen, damit sie erstmal gegen CLG die Grundvoraussetzung geschaffen haben, dass sie das gewinnen, also im Draft? Weil wir haben ja gestern gesehen, dieses 1-3-1 hat sehr gut funktioniert für CLG. Wie geht Golden Guardians da jetzt gegen vor? Ja, man muss halt wissen, dass CLG genau sowas machen kann. Also man darf ihnen nicht diese Möglichkeit geben, Power of Evil auf einen Champion wie Kassadin zu stellen. Der Grund, warum Power of Evil gestern auf Kassadin war, das hat er auch selber im Interview gesagt, ist, weil CG zwei magische Sololiner gedraftet haben. Die hatten Huni auf Rumble, wenn ich mich ganz täusche, Rumble oder Victor, ich glaube Rumble war es. Und in der Mitte hatten sie einen Corki, der auch zu 70-80%, wenn nicht sogar 90% magischen Schaden macht. Und dementsprechend hat Kassadin da absolut die Überhand als Kassadin mit seiner Q und der erhöhten magischen Abwehr von der Passive. Das darf man zum Beispiel nicht zulassen. Ja, aber es gibt viele Möglichkeiten im Draft. Man darf den Draft nicht verlieren. Das ist schon mal ein guter Weg. Das ist richtig. Und was man erstmal uns hier anschauen kann, heute habe ich echt schwer Sprachprobleme. Ist als Caster nicht so super, aber wir kriegen das hin. Es ist das Line-Up von Golden Guardians. Darauf wollte ich hinaus. Man spielt natürlich mit den gleichen Spielern. Auf der anderen Seite CLG, wir sehen es schon. Ja, die aufmerksam werden gemerkt haben, auch da gibt es keine Änderung. Darshin, Wiggly, Power of Evil, Dixie und Bioforce bleiben ebenfalls in der Konstellation zusammen. Mal schauen, welches der beiden Teams sich hier eben als Sieger herausstellen kann. Hier sehen wir noch Irion, nicht Pyrion, den Midlaner von SK, sondern Irion, den Coach von CLG. Und daneben noch Weldon, ebenfalls Coach. Ja, Weldon übernimmt mehr so wirklich diese Trainerrolle im Sinne von mental und ein bisschen anheizen, während Irion dann doch ein bisschen das League of Legends Fachwissen mitbringt, das du als Coach eben auch brauchst. Aber ich finde es schön, dass man mittlerweile auch mehr als nur einen einzigen Coach auf der Bühne zulässt, haben ein bisschen mehr Ideen in einem Draft zu haben, ist eigentlich nie verkehrt. Ja. Ja, und zwei Coaches draften besser als einer, I guess. Und dementsprechend, schauen wir mal. Das glaub ich glaube, momentan ist Nordamerika auch immer noch die einzige Region, die das so erlaubt. Weil, nee, LCK hat, glaube ich, nachgezogen. Ich glaube, in der LCK sind auch schon zwei Coaches, lediglich die LEC ist noch bei einem. Mal schauen, ob sich das im Laufe des Jahres weiterentwickelt oder ob das vielleicht sogar wieder zurückgeht. Ich persönlich finde es auch gut. Muss ja irgendwie, also wenn irgendwelche Regionen anfangen, das zu machen und andere nicht nachziehen, wie soll es denn dann auf internationalen Turnieren laufen? Naja, die Sache ist, also letztes Jahr im Sommer ging das in der Nation los und da hieß es noch, es ist die Testphase. Jetzt haben sie, glaube ich, die LCK mit in die erweiterte Testphase, in Anführungszeichen, mit reingenommen. So wie beim Positional Ranking?
zum Beispiel. Mhm. Das stimmt. Das ist genauso. Wir haben das noch nicht. Das ist ein bisschen Sei froh. Echt? Mhm, ist richtig fürchterlich. Ja, aber... Ja, stimmt eigentlich. Ich finde das wird abused für Boosting. Du kannst irgendwie auf deiner Offroll, wenn du auf 0 Punkten auf deiner Mainrolle bist und auf Offroll gefillt wirst und dann entsprechend verlierst, kannst du auf deiner Mainroll droppen. True. Ich wollte gerade irgendein positives Argument finden, aber du hast gewonnen. Danke. Kein Problem. Ja, kommen wir zurück zum Spiel. Ja, die Pick-and-Bun-Phase sollte gleich losgehen. Ich schau mal, ob wir eine kleine Info haben, warum sich das Ganze denn verzögert. Vielleicht will man doch einfach nur pünktlich starten. Wobei wir sind sogar davon noch deutlich zu früh. Wenn sie eben um 22 Uhr die Pick-and-Bun haben wollen. Ja, aber das macht ja nichts. Man kann die Zeit als Team ja problemlos nutzen. Ich weiß gar nicht, dürfen sie währenddessen schon darüber reden? Sicherlich. Ne? Sie dürfen bestimmt. Ich glaube, jetzt dürfen sagen. Sie. Ja, jetzt gerade vor dem Spiel dürfen sie kommunizieren, wie sie möchten. Aber das ist jetzt doch egal, denn wir gehen für eine Linie-Pick-und-Bahn-Phase. Wir haben es gesehen, wird hier schön eingeleitet. Und auch immer noch finde ich das Overlay super schön. Also es ist das quasi das alte, aber einfach nochmal ein bisschen verfeinert. Und A hat da immer noch so ein bisschen den Hang zur Vergangenheit. Jedes Mal, wenn ich LEC gucke, freue ich mich, dass ich LCS casten muss. Ich finde das wirklich, also die Idee für das LEC-Overlay ist nicht schlecht, aber es ist jetzt super ungewohnt. Weil das hier sehen wir jetzt quasi seit immer. Aber ich finde es einfach hübsch. Ja, ist es also ja auch. Also weit hübscher als das aus LEC. Vielleicht sind jetzt nicht die besten Farben, aber so Team Liquid gegen, weiß ich nicht, irgendein rotes Team hier, Clutch Gaming und so, sah halt schon sick aus. Ja, es sind halt die Farben des Teams und im Endeffekt finde ich das immer sehr schön, aber... Ungeachtet dessen, was wir jetzt schön finden und was nicht. Und das ist ja eh immer Geschmackssache. Einige Leute werden jetzt sagen, das Gelb ist ihnen zu grell. Das andere sagen, das Gelb ist genau richtig. Gucken wir uns hier mal lieber an, was hier gepickt und gebannt wurde. Bis jetzt noch nichts gepickt. Wir sind noch beim Bann. Auf Seiten der Golden Guardians haben wir den Ezreal rausgenommen. Auf Seiten der Counter-Logic Gaming den Lucian. Das heißt, die beiden ADCs sind schon mal raus. Olaf als Early Game Jungler Playmaking Champion für Weekly wird rausgenommen. Sion für Darshan wird rausgenommen. Und auf Seiten von CLG dann noch dazu den Draven gegen Deftly. Das haben wir schon öfter gesehen, dass Deftly gerne Draven spielt. Und die Cassiopeia, weil sie einfach echt mega, mega stark ist. First Pick bei Golden Guardians. Wen wundert es? Wir sehen Mr. Urgot. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn man den nicht nimmt. Urgot weiterhin König der Toplane. Wird meistens mit einem Sion beantwortet. Den Sion hat man rausgenommen und dementsprechend muss Counter-Logic Gaming jetzt gucken, welche Antwort sie hier für den Urgot parat haben. Bis jetzt wird es ein Gnar. Aber ob sie den Gnar wirklich spielen wollen oder nicht, werden wir gleich sehen. Nein, oh, der Aatrox seit langer Zeit mal wieder. Ja, der wurde eigentlich genervt, haben wir zuletzt nicht mehr so häufig gesehen. Aber zuletzt, ich meine, der Patch ist jetzt seit gestern erst in der LCS, aber ihr wisst, wie ich es meine. Also, hat auf jeden Fall an Präsenz verloren. Aber mal schauen, ob er hier trotzdem noch klarkommen kann in diesem Matchup und da vielleicht sogar woanders hingeflext wird. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Aatrox gut gegen Urgot klarkommen wird, weil Urgot einfach einer der Champions war, die kaum bis gar nicht genervt wurden, im Patch 9.3 gar nicht und auf Patch 9.2 nur so ein bisschen, während Aatrox im Patch 9.3, das habe ich ja vorhin einmal angesagt, das sage ich euch jetzt nochmal ein bisschen im Detail, damit ihr genau wisst, warum Aatrox eben nicht mehr so präsent ist im Pro-Play, wie es vorher war. Er wurde sehr, sehr stark genervt. Seine E, also dieser Dash, hat ihm ja grundlegend einen passiven Heal gegeben, dass er bei physischem Schaden um einen gewissen Prozentsatz des angerichteten Schadens geheilt wird. Das ist jetzt komplett futsch gegen Minions und Monster, zwar noch gegen Champions drauf, aber nicht mehr gegen Minions und Monster. Das heißt, sein Sustain auf der Lane und auch im Jungle ist weit geringer bis gar nicht mehr existent. Und sein Dash wurde entsprechend geändert. Er kann ihn nicht mehr zweimal stacken. Das heißt, er kann nicht den Dash aufbewahren, sondern es ist ein stinknormaler Dash mit einem stinknormalen Cooldown. Das bedeutet, er ist jetzt weit schwächer als vorher und dementsprechend kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, wie hier ein sehr genervter Aatrox, der kaum noch wirklich relevant sein soll, gegen den König der Toplane wirklich bestehen kann. Mal schauen, ob man das Ganze hier schaffen kann. Ja, erstmal sehen wir noch die weiteren Picks. Wir haben auf der einen Seite Ashe und Thresh zusammen, was also auf eine sehr aggressive Botlane im Early Game hindeutet. Ashe kann sehr früh schon poken. Auf der anderen Seite sind es aber eben Gragas und Sivir. Gragas könnte potenziell auch der Support sein. Ich sehe ihn hier aber gerade mehr im Jungle. Also mal schauen, wie man sich im Endeffekt entscheidet. Erstmal die nächste Bannphase. Kartus wird rausgenommen. Das ist gegen Frog eine super gute Entscheidung. Denn Frog hat gezeigt, dass der Junge nicht nur im Jungle gut ist, sondern auch immer von Lane gespielt werden kann. Würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt auch noch Anti-Vier-Bann gegen Froggen, einfach nur weil Froggen. Aber ist die Frage, ob man dafür wirklich einen Bann benutzen möchte oder ob man nicht der Meinung ist, dass man gegen eine Anivia klarkommt. Was sagt der Golden Guardians, wird jetzt hier Alistar gebannt. Die wollen sich ein gutes Botlane-Matchup sichern, möchten, dass der Thresh eben eine relativ einfache Lane hat. Und gegen Sivir ist sowieso die Lane nicht so einfach, aber da können sie auf jeden Fall mit der Ashton Pressure Zek bannen auf Seiten von CLG hier gegen Contracts. Ja, der letzte Band steht jetzt an. Die Golden Guardians haben sich da noch was überlegt. Ja, wollen natürlich mit dem Sieg so ein bisschen dranbleiben am Rest. Also CLG können mit dem Sieg mit 5-3 schon weit nach vorne gehen in der Tabelle. Golden Guardians hingegen
Sie müssen jetzt gewinnen, um zumindest den Anschluss zu behalten. Ja, LeBlanc jetzt noch rausgenommen gegen Power of Evil. Und mal schauen, was man sich jetzt noch für Picks parat hat. Wir hatten gestern Aniva bei Froggen. Würde ich mich freuen, wenn wir sowas normal sehen würden. Vielleicht so einen Signatur-Champion. Auf der anderen Seite Power of Evil mit Kassadin. Ja, also Kassadin wird hier definitiv keine Option mehr sein, weil eben genau diese Idee, die Kassadin verfolgt, nicht mehr möglich ist. Sie haben einen Urgo-Toplane, den kann er nicht einfach splitpushen, so viel er möchte. Das ist ein physischer Toplaner, der sogar noch einen Execute auf der Ult hat, dementsprechend auch noch relativ tanky ist und tanky bauen wird, den kann Kassadin eigentlich nicht facen. Oh, Yasuo ist offen, das wäre eine Möglichkeit hier für die Golden Guardians. Möchte Froggen hier wirklich für den Yasuo gehen? Einer der stärksten Champions momentan im Spiel, aber natürlich auch sehr komplex zu spielen und auch sehr, sehr schwierig zu spielen. Ja, es wurde jetzt erstmal der Lee Sin. Mit einem Yasuo hätte man jetzt sehr viel AD mit dabei. Klar, ja. True Damage ist zwar auch vorhanden, aber ich würde mich dann doch lieber, oder Froggen lieber, bei einer AP Midlane sehen. Ali Sin bringt da viele Möglichkeiten, sehr früh schon aggressiv zu gehen, seine Lanes nach vorne zu bringen. Also vielleicht etwas, womit er gut scalen kann, womit er später stark wird. Oder eine Ori, die ein sehr gutes Rundum-Kit hat. Ja, Ori hier gegen Power of Evil zu picken, ist natürlich schon ein Move, den man durchaus machen kann. Und das wurde jetzt auch gemacht. Aber Power of Evil als sehr erfahrener Orianna-Spieler weiß auch, wie er mit einer Orianna umzugehen hat. Und dementsprechend weiß er ja auch durch seine langjährige Erfahrung, auch auf internationalen Stages, wie er als Orianna gepressured wurde und was ihm persönlich Probleme gemacht hat. Dementsprechend werden wir hier vielleicht die Ahri auf Power of Evil sehen. Das hat Bioforce gestern auch schon gemacht. Erst den Zed gehavert, dann die Ahri gehavert und dann am Ende der Kassadin gepickt. Jetzt hier heute hat das Syndra gepickt für Power of Evil. Also ein typisches Mages Midlane Matchup. Triple M. Und das Ganze bekommen wir jetzt hier zu sehen. Mal schauen, wer sich da als Sieger herausstellen kann. Ansonsten, der Rest ist ja nicht ganz Standard. So ein Aatrox hätte ich jetzt nicht mehr so erwartet. Auch ein Gragas sehen wir nicht so häufig. Und auf der anderen Seite eben Thresh und Ashe zum Beispiel ist auch kein Duo, das wir jetzt jeden Tag sehen. Anhand der Teamcoms, wie wird es diesmal geben? Ah, das ist sehr, sehr schwierig. Also grundlegend eher den Golden Guardians, weil mir ihre Teamcomp etwas besser gefällt, weil ich nicht so sicher bin, wie der Aatrox letztendlich ausgehen wird. Und Urgot ist halt super, super stark. Ich weiß nicht, warum Power of Evil hier jetzt wirklich sich für Cleanse entschieden hat gegen eine Orianna und gegen den Lee Sin. Klar, gegen den Ashe Arrow, um diesen Catch später zu verhindern. Und er braucht halt eigentlich keinen anderen Summoner-Spell auf Syndra. Das bedeutet, er spielt die Lane mehr oder weniger mit einem Summoner-Spell, aber für das spätere Spiel ist es halt einfach sicherer, dass er hier das Cleanse dabei hat. Und ja, schauen wir mal, ob die Ashe Arrows hier wirklich jemanden finden können oder nicht. Ja, das werden wir gleich sehen. Ihr im Chat könnt natürlich auch wieder abstimmen, wer das Ganze gewinnen wird. Vielleicht nochmal ein kleiner Reminder unter dem Hashtag SESGER. Könnt ihr auf Twitter natürlich auch ein bisschen was dalassen. Hat bisher nicht so gut funktioniert, sind wir ehrlich. Aber das kommt noch. Ja, irgendwann wird der Hashtag glühen. Das liegt einfach daran, dass LCSGER nicht so cool klingt wie LEGGER. Ja, ist wirklich so. Ist halt schade, aber LCSGER ist älter. Das gibt's schon länger. Ja, aber klingt halt nicht so cool. Ja, aber... Na gut, ja, kommen wir wieder zum Spiel. Mal schauen, wer das Ganze hier gewinnen kann. Golden Guardians gegen Echo Fox. Spiel 2 am zweiten Spieltag der vierten Woche ist bereit. Und wir sind in der Kluft und auf geht's. Los geht es, du sagst es. Wir können eventuell von den Golden Guardians mit einem Thresh vielleicht irgendwas Schönes hier im Early Game sehen. Aber sie laufen schon ganz normal an die Eingänge, zu denen sie hin möchten, um entsprechend den Jungle zu covern. Wir sehen eigentlich grundlegend immer dieselbe Aufstellung der Teams, wenn sie im Early Game nichts machen wollen. Da wollen sie nur Informationen sammeln. Die Supporter stehen immer am Eingang des unteren Jungles nahe Midlane. Der ADC ist immer ganz unten. Die Jungler entsprechend oberer Eingang in der Nähe der Midlane. Toplane ganz oben und die Midlaner chillen einfach in der Midlane und gucken sich da an. Oh und, nein, der Frosch. Mach ich aber am Elstern auch immer. Wenn ich ein Skin spiele. Das geht? Ja. Das wusste ich gar nicht. Oh, ist das fies. Und noch einer, und noch einer, und noch einer. Ja, der Froschverschleiß bei Thresh ist ziemlich hoch. Ja, mal schauen, wie viele wir da noch sehen. Und vor allem mal schauen, wie viele Hooks hier im Endeffekt landen werden. Ole, letztes Jahr auch hin und wieder bei Thresh gespielt. War gar nicht so schlecht. Ja. Ist natürlich, es gibt so Leute wie Haku, die dann natürlich nochmal ein bisschen besser spielen. Beziehungsweise die zumindest gezeigt haben, was sie mit dem Champion anstellen können. Vielleicht kann Olli uns aber heute auch überzeugen. Ja, es ist halt sehr, sehr schwierig jetzt für Olli auf der Lane erstmal was zu zeigen. Also gegen den Sivir und den Tahm Kench als Thresh was zu machen, ist wirklich schwierig. Und Tahm Kench hat hier auch das Unsealed Spellbook dabei. Das heißt, selbst wenn er mal einen Hook nehmen sollte, der gefährlich werden sollte,
kann er zum Clans wechseln und da gibt's Sticks, ey, Olli, erstmal einen guten Boomerang mit. Ja, muss er aufpassen, direkt halbes Leben weg. Ach, erster Pot wird direkt genommen. Das ist kein guter Start in die Lane, das willst du eigentlich nicht. Die nächste Zunge ist auch nochmal so. Bioforst und Sticks, ey, die tun ja Olli richtig weh. Also da muss man aufpassen. Ja gut, sie haben jetzt halt entsprechend hier schon ein bisschen Damage auf den Olli machen können. Verlieren dafür allerdings den Push, das ist halt ganz normal. Aber sie gewinnen dadurch den Sustain-Battle und sie machen das echt gut. Also sie stehen da beide aufeinander, Sticks und Bioforst, und bekommen entsprechend nur einmal dieses Volley von die Salbe von Ash ab. Und das geht halt meistens auf Bioforst, damit Sticks ja nicht so viel Schaden nimmt. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Aber noch alles drin hier für beide Teams. Ja, das auf jeden Fall. Wiggly jetzt Topside unterwegs, wird sich da die Krabbe sichern, währenddessen ist Contracts auf der Botside. Also man spiegelt sich hier wieder. Was die Camps angeht, bisher haben beide exakt das gleiche geschafft. Und mal schauen, wie weit man dann im Gegner-Jungle unterwegs sein wird. Wiggly ist hier noch an der Krabbe. Und versucht die zu holen. Hat sie jetzt geschafft. Währenddessen ist aber auf der anderen Seite eben Contact schon am gegnerischen Blue-Up. Das heißt, er hat einen kleinen Zeitvorteil. Ob das im Endeffekt sehr viel bringt, das werden wir noch sehen. Gerade aber macht das noch nicht so viel aus. Ja, wir sehen schon hier auf der Top-Lane, dass Darshan eben auf Aatrox nicht mehr so dominant ist, wie Aatrox normalerweise irgendwie war. Der Trade ist hier schön. Aufpassen, der Trade, der tut richtig weh. Hornster macht das sehr gut. Darshan hat sich da ein bisschen überschätzt. Ist auch ein Top-Lane-Duell, das wir jetzt seit Season 5, glaube ich, haben. Hornster hat aber jetzt noch für Gravity unterwegs. Darshan schon seit jeher, also seitdem er von Dignitas zu CLG gegangen ist, hier eben unterwegs. Mal schauen, wer es diesmal für sich entscheiden kann. Das Problem ist, dass Darshan halt diesen Sustain nicht mal hat. Er hat jetzt hier schon seinen Pot durch. Und Hornster hat nicht nur Corrupting Potion hier am Anfang mitgenommen, sondern hat auch schon die Cookies mit dabei und hat auch schon den ersten Cookie im Inventar. Dementsprechend wird er ihn komplett out-sustain. Darshan wird da kaum gegenarbeiten können. Und solche Trades sind für Hornster natürlich immer sehr, sehr gut. Da muss man aufpassen, dass er dafür nicht zu viele CS verliert. Bei Trades verliert man oft ein paar CS. Aber grundlegend wird Aatrox da oben definitiv Probleme bekommen. Ja, dessen sehen wir in der Mitte beide resetten oder beide haben einmal geresettet. Dreewave steht sehr neutral in der Midlane. Beide Jungler stehen an den entsprechenden Camps. Also soweit ein sehr ruhiges Early Game. Golden Guardians haben jetzt gerade mal einen kleinen Vorsprung von 200 Gold ausarbeiten können. Das ist alles über die Botlane passiert. Aber soweit noch nichts wirklich Gefährliches. Ja, hier wird erstmal gespottet. Welche Camps sind denn noch da? Welche sind erledigt? Das heißt, man hat sehr gute Infos über den Jungle bekommen. Man weiß, okay, Gragas wird jetzt ja wahrscheinlich auf die Topside gehen. Ja, auf die Botside gehen. Entschuldigung, Topside ist nämlich alles leer. Und wird sich dann so langsam wieder hochjungeln. Denn das respawnt ja alles mit der Zeit. Mal schauen. Vielleicht kann man eben durch diese Information ein bisschen was anstellen. Das ist halt auch ein sehr starker Ash-Hawkshot, der da immer wieder gemacht wird. Das sehen wir nicht das erste Mal hier diese Woche in der LCS. Das ist mindestens das zweite oder dritte Mal, dass wir diese Kameraperspektive sehen und diesen Hawkshot verfolgen. Und man muss einfach einmal wertschätzen, wie viel dieser Hawkshot an der Stelle tut. Er checkt mindestens, lass mich jetzt nicht lügen, 4, 5, wenn nicht sogar 6 Camps ab. Je nachdem, wie gut er gesetzt wird. Ich glaube, es sind 4 oder 5. Und das ist halt so viel Information, die man dadurch kriegen kann. Durch einen Cooldown, den man so oder so eigentlich sonst nicht wirklich benutzt. Ja, das stimmt. Früher war die Ashe. Ich glaube, ganz früher war es noch eine Goldpässe, wenn mich nicht alles täuscht, war damit bei. Ist schon lange her. Ja. Das sind Zeiten, ja, da haben viele League noch nicht mal gekannt. Da gab es Heart of Gold, oder? Stimmt. Ah, hier der Drache, der musste abgebrochen werden. Contracts geht aber nochmal rein. Das ist ein Team eben mit dabei. Frog muss aber aufpassen und der wird hier sehr wahrscheinlich sterben. Clans gezündet. Flash Q dafür Power of Evil. Der Drache geht erstmal an Golden Guardians, aber man verliert dafür seinen Midlaner. Und das könnte sogar noch schlimmer werden. Wiggly zusammen mit Power of Evil und Biofossil. Der Stun geht durch. Olli muss davon flashen. Und dann tauscht man 1 für Drake, was vollkommen in Ordnung ist. Ja. Auf Seiten von Golden Guardians. Jetzt hat man sich den Höllendrachen gesichert auf einem Team, wie Golden Guardians das gedraftet hat. Auf einer Ashe, auf einer Orianna, auf einem Lee Sin und selbst auf einem Urgold. Gar nicht so schlecht für Golden Guardians. Und hier sehen wir, wie schlaue Contracts das Spiel. Er geht raus, der Drache bleibt aktiv, weil eben Bifrost dort noch in der Nähe ist. Und jetzt kommt die Botlane von den Golden Guardians hier in den River und unterstützt Contracts sofort bei dem Drachen. Froggen zieht die Aufmerksamkeit von CLG auf sich, wird entsprechend dort noch fallen. Aber soweit ist es 1 für Drache und der Drache ist halt mehr wert als einfach nur ein Kill. Und dementsprechend, wenn da alle rauskommen, und das tun sie, ist es absolut worth it. Natürlich sind jetzt einige Flashes hier von den Golden Guardians gefallen. Aber wir haben auch den Flash von Weekly, wir haben auch den Flash von CLG Power of Evil gesehen. Und dementsprechend tauschen sie sogar 2 für 2 Flashes. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht schlecht für Golden Guardians.
Müssen sie nur etwas länger scalen, damit dieser Höllendrache auch wirklich so nützlich wird, wie man ihn gerne hätte. Ja. Schauen, ob man das Ganze hinbekommt. Hier erstmal Toplane natürlich ein bisschen Pressure von Hornser. Da stehen wir damit seinen Teleport wieder mit dazukommen. Das heißt, er wird nicht allzu viel verlieren. Hawkshot auch nochmal durch, damit man nochmal die Information bekommt, wo Wiggly ist. Der weiß jetzt natürlich, dass Hornser da kommen könnte. Ja, man ahnt das Ganze. Hornser zieht sich jetzt aber zurück. Sagt sich, nee, ich gehe zurück zu meiner Toplane, denn ja, im 1 gegen 2 macht auch ein Urgott nicht so viel. Ja, und da schalen jetzt die hier sogar schon im Level niedriger als Hornser. Also man merkt sofort, dass Hornser hier definitiv die Überhand hat. Und ich glaube, dass das auch leider so bleiben wird. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob der Aatrox-Pick hier von CLG wirklich aufgehen wird. Aber ich bin gespannt. Die werden sich da auf jeden Fall was überlegt haben. Und ich bin gespannt, ob sie uns das hier noch zeigen können oder ob dieser Aatrox-Pick am Ende doch nur eine Last am Bein sein wird. Das werden wir sehen. Botlane hat sich auch wieder beruhigt. Ja, nochmal der Hawkshot. Genau die gleiche Route. Einfach um zu wissen, wo sich der Jungler denn aufhält, welche Camps noch da sind, welche eben nicht mehr da sind. Ja, das war einer der Hawkshots, die eben nicht so ganz effizient sind. Die gedeckt durch den River, über die Raptoren, auf den Rap-Buff, auf die Crux. Das heißt, insgesamt sind es so gesehen 4 Camps, die man überprüft, wenn man die Krabbe mitzählt. Wobei man bei der Krabbe ja eigentlich sowieso weiß, ob da jetzt eine ist oder nicht. Und man kann auch relativ gut erahnen, ob sie schon gemacht wurde oder nicht. Wenn man halt weiter gepusht steht als Ashe auf der blauen Seite zur roten Seite hinüber, kann man halt auch noch den unteren Jungle des roten Teams ein bisschen mit dem Hawkshot scouten und kriegt dadurch noch ein paar mehr Informationen. Aber dafür muss man erstmal gepusht sein. Das war Deathly an der Stelle nicht und hat das Beste aus dem Hawkshot gemacht. Bekommt jetzt hier auch nochmal die Zunge ab. Wird da ein wenig abgeschleckt. Aber soweit ein guter CS-Lead hier unten ausgearbeitet von den Golden Guardians. Und soweit goldtechnisch ist das hier alles sehr, sehr, sehr dicht beieinander. Ja, ist auch nicht allzu viel passiert. Contract Sets hier. Muss aufpassen. Da kam Power of Evil und Wiggly. Aber mehr machen sie auch nicht, als dass sie das Water eben clearen. Ja, die Vision wird weiterhin aufgebaut. Habe ich gestern schon sehr stark gelobt, dass in Nordamerika inzwischen eben diese Vision ein sehr wichtiges Thema geworden ist. Ja. Auf jeden Fall. Also generell hat LCS, also die nordamerikanische Liga hier, nachgezogen, was sowas angeht. Normalerweise sieht man solche Vision-Spiele ja eher aus LCK. Und jetzt hier Froggen. Oh, der muss da aufpassen. Wird immer schön zu sehen, aber das Glanz geht durch. Wiggly jetzt auch noch mit dem Schaden. Schöner Kick von Contracts. Bioforce ist da, der Retter in der Not. Und keiner stürmt den Contracts, überlebt das Froggen. Aber auf der anderen Seite auch Wiggly. Da war es super wichtig, dass Bioforce rotiert. Also da kam Bioforce gerade so noch rechtzeitig. Oh, jetzt die Dashin, der hat noch seine Passive. Hornster muss ja aufpassen, aber jetzt, wenn er gleich den Hexler auspackt, dann kann es das gewesen sein für Dashin. Trifft nicht, vielleicht am Ende vom Aatrox zur Seite, man überlebt das. Aber halt natürlich ein viel, viel besserer Trade für Hornster, als hier die wichtige Ultimate von Aatrox raus. Und Aatrox hat jetzt eben den Sustain nicht mehr. Normalerweise würde Aatrox jetzt hier problemlos an diesen Minions hochheilen können. Das kann er jetzt aber nicht mehr, weil das eben nicht mehr möglich ist, da ihm die Möglichkeit auf seinem E jetzt fehlt. Dementsprechend bekommt Hornster jetzt hier unter Unterstützung von Contracts vermutlich, ja, hat er gerade so bekommen, die Platte. Und es müsste auch die erste Platte für die Golden Guardians sein. Ja. Und soweit sind erst 3 Platten gefallen. 2 Stück auf Seiten von CLG, eins in der Mitte, eins auf der Botlane. Und jetzt hat Hornster halt die erste auf der Toplane bekommen. Also mühsam, aber sicher kämpft man sich hier nach vorne, Stück für Stück. Objectives sind eben super wichtig und dazu zählen Türme, dazu zählen Drachen oder eben sowas wie der Herald und der Baron. Ja, Froggen kriegt ihr den Blue Buff, auf der anderen Seite würde es natürlich genauso aussehen. Das heißt, in geraumer Zeit wird dann eben auch Power of Evil sein Blue bekommen, wenn er nicht sogar schon bekommen hat. Ich bin mir gar nicht sicher. Kann sogar sein, dass er eben schon an ihn ging. Oh. Ja. Ah, es ist sehr, sehr schwierig als Thrash, ne? Also sie wird wirklich zu bedrohen. Als sie wird, kannst du pushen, pushen, pushen. Das tust du sowieso den ganzen Tag. Das tust du gerne. Mit einem Tam Kench bist du super sicher. Und gegen Thrashs Hook musst du einfach nur dein Spell Shield zur Verfügung haben, wenn es gerade mal auf Cooldown ist. Ein bisschen defensiv stehen, so wie Stixxay das da gerade macht. Das macht er gut. Und solange du nicht dicht genug an diesen Thrash ranläufst, kann dir eigentlich nichts passieren. Und wie gesagt, selbst wenn du geflayt werden solltest, weil du zu dicht dran stehst, dann kann ich einen Tam Kench danach rausboxen. Aber grundlegend sollte das sowieso nicht passieren. Ah, der nächste Hook, der hat aber auch nicht getroffen. Alles noch ein bisschen ruhiger da unten. Da schon jetzt mit der Pflanze, wieder in der Lane ein bisschen länger durchhalten. Wir merken schon, bisher sieht es gar nicht so gut aus für Aatrox. Ja, Aatrox hier 20 CS down und geht jetzt hier mit dem Zündjuwel, mit Corvils Warhammer
Ja, was wird das eigentlich, ist jetzt die Frage. Es könnte ein Death Dance werden, es könnte eine Mischung aus Yomus und Black Cleaver werden. Also bis jetzt hat er halt zwei Teil-Items, die nicht wirklich so gut zueinander passen. Aber das braucht er halt einfach, um hier gegen Hornstar auf Urgot zu bestehen. Er braucht die HP, er braucht die AD, er braucht die Tabis. Aber selbst das alles reicht nicht, um hier gegen Hornstar zu bestehen. Das reicht uns noch nicht. Das reicht uns nicht. Als ich das erste Mal gesehen habe, bin ich in Tränen ausgelacht. Ausgelacht. Ja. Ich wurde auch mal ausgelacht, mal an den Tränen, aber das ist ein anderes Thema. Erstmal kann ich nachvollziehen. Erstmal hier Kontext am Harrod. Ja, Power of Evil rotiert aber hin, denn man hat Vision auf Seiten von CRG. Müssen wir das Ganze hier abbrechen. Oh, das war schön. Oh, da Schaden. Da wird er getroffen, muss in seine Passive, Kontext aber zurückgezogen. Aber wenn man das jetzt hier gut spielt, Honza hat seine Ult ready. Findet er den Snipe, ist die Frage. Kommt der die Harpune aus dem Nichts? Nein, das sieht nicht so aus. Ja, man sieht den Wrap-Up. Er sucht noch, aber Dashan zieht sich richtigerweise sehr weit zurück. Ist sich dessen bewusst, dass Hornster eben mit dieser Harpune ihn auf jeden Fall töten würde. Und die Gungalins ziehen sich jetzt zurück. Sie wissen eigentlich, dass Dashan low ist. Und genau, müssen dementsprechend auch irgendwas machen, sonst bringt ihnen das alles nichts. Und sie fangen jetzt hier den Herald an. Dashan hat allerdings Teleport zur Verfügung, aber eben keine Ultimate. Das macht Aatrox durchaus nochmal schwächer, als er eh schon zu sein scheint. Ja. Und jetzt... Oh, jetzt hier Mentalian Froggen wieder mit gutem Schaden. Er kassiert die Shockwave, geht hier nicht durch den Bioforce, ist wieder da. MVP. Er ist einfach bisher immer der Retter in solch schwierigen Zeiten. Naja, er ist so ein bisschen den Superhelden, den man braucht, aber irgendwie nicht verdient. Er macht das wirklich sehr gut. Er ist immer genau da, wo er gerade sein muss. Ah, hier oben, jetzt Horns gegen Charging. Der hat kein schönes Leben, der hat keine Ult mehr. Und das ist der Extra und das ist der erste Kill für Golden Guardians. Meine Damen und Herren, der König der Top-Lane, Urgot. Es ist 30 CS-Lead für Urgo und jetzt anderthalb Level wahrscheinlich schon vorne, wird jetzt hier den Turm noch ein bisschen angehen und es wird wirklich schwierig für CLG über die Toplane noch was zu reißen. Also Golden Guardians kann sich entscheiden, die Toplane im 1 gegen 1 zu lassen und das Hornster hart dominieren oder sich entscheiden, über die Toplane zu spielen und dort zu snowballen. Sie entscheiden sich jetzt hier erstmal für den Herald in der Mitte. Sie haben noch 5 Sekunden, bevor die Platten kommen. Ah, man kriegt immer eine Nummer 2 dadurch, das war wichtig. Das schmeckt. Ah, das ist nochmal extra Gold, das man mitnehmen konnte. Klar, der Harold stirbt jetzt, aber trotzdem. Ah, das Gold, das nimmt man gerne mit in seine Tasche. Nächster Drache wäre auch zur Verfügung, auch da muss man jetzt die Augen drauf werfen. Ja, das schmeckt auf jeden Fall richtig gut, das Gold an der Stelle. Und wir sehen jetzt hier nochmal den Solo-Kill von Hornster gegen Dashan, während die Gungalins eigentlich gerade den Drachen angehen. Ja, schöner Flash. Eh, weiß ganz genau, Dashans Flash ist nicht ab, Dashans Ultimate ist nicht ab. Er sieht die Möglichkeit, er nutzt die Möglichkeit, häckselt ihn weg und verliert dabei nicht mal wirklich Hitpoints. Und währenddessen Golden Guardians holen sich hier den Wolkendrachen. Ja, also nochmal ein kleiner Vorteil für sie. Objective-technisch machen sie das sehr gut. Zeigt sich auch im Goldvorsprung. 2000 Gold sind jetzt knapp. Alleine durch die Turmplatten, die wir hier auch nochmal sehen und eben durch den Herald. Boah. 6 Stück. Ja, 6 zu 2 ist schon eine Ansage hier in dem Fall. Wiggly jetzt hier nochmal bei den gegnerischen Raptoren. Nimmt da nochmal was mit, holt sich so viel er irgendwie noch kann. Und wenn wir jetzt mal schauen, die Golden Guardians sind grob 1500 Gold vorne. Das ist nicht allzu viel bei Minute 15, das ist noch akzeptabel. Haben aber immer noch den Höllendrachen, den man nicht vergessen darf. Der wird mit jeder Minute, die hier verstreicht, sehr viel effektiver. Wir haben den ersten Wolkendrachen, der nächste Drache, der spawnt, wird ebenfalls wieder einer dieser Wolkendrachen sein. Das heißt, sie können besser rotieren mit diesem Drachen, den sie jetzt gesammelt haben. Sie können vielleicht auch, wenn sie den nächsten Drachen bekommen, mit 3 Drachen problemlos auf den anderen Drachen spielen. Wenn sie das denn möchten, wenn sie das Spiel so lange gehen lassen wollen. Was ich jetzt eher nicht glaube. Nee. Und langsam aber sicher, da die Platten ja jetzt auch endlich weg sind, kann es anfangen für die Teams hier etwas brenzliger zu werden. Die Teamfights werden sicherlich hier und da ein bisschen ausbrechen oder die Dives kommen. Ja, und der Dive, der ist schon da, der Kick geht drauf. Die Aatrox-Uhr ist diesmal gezündet worden. Dafür geht die von Urgot ins Leere. Trotzdem sollte das hier reichen. Da schon mit dem Fleisch am Ende. Exhaust aber drauf. Und Hornster haut hier seine Gatling an raus. Und es reicht erstmal nicht. Jetzt kommt der Chaos dazu. Und Hornster überlebt das Ganze. Hat am Ende sogar nochmal einen Heal. Und jetzt geht man nochmal rein. Contracts. Ah, will nochmal für den Flash gehen. Überlebt das. Und jetzt der Double Kill für Hornster. Er setzt das Statement, er will wieder zurück an die Spitze, was die Toplane angeht. Und hier mit 3-0 ins Game gestartet, das sieht nicht schlecht aus. Das ist so clean gemacht von Golden Guardians. Das ist genau der Grund, warum man im Solo-Queue immer sagt, never gank losing lane. Wenn du die verlorene Lane gankst, die so weit hinten ist, und ihr dadurch dann beim Counter-Gank des gegnerischen Junglers in ein 2 gegen 2 kommt, werdet ihr komplett hart verlieren. Und genau das ist da gerade passiert. Hornster war super tanky, hat einfach gefühlt 200.000
Tower Hits da weggetankt, hat den Schaden von Darshan weggetankt, hat auch problemlos noch Wiggly überlebt. Contracts konnte so viel machen. Der Schaden entsprechend auch von den Golden Guns ist sehr, sehr hoch. Wir sehen das jetzt nochmal. Der Dive ist da und dafür den Countergang von Wiggly zu gehen, ist wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung, weil sie das niemals schaffen. Er will Darshan da halt rausboxen, aber Hornsa ist einfach zu tanky. Achtet mal drauf, wie viel er jetzt gleich tanken wird. Darshan kommt dann auch weg. Er wird in den Tower geschmissen. Da haben wir einen Tower-Hit, da haben wir den zweiten Tower-Hit, da haben wir den dritten Tower-Hit, da haben wir den vierten. Na, man sieht sie. Ja, das müssten 5 Stück gewesen sein, die er da getankt hat, plus 2 Champions. Das reicht problemlos nicht hier, um den Urgo zu töten. Da kommt noch der nächste drauf. Und es ist einfach so viel, wie dieser Champion tankt. Aber er ist halt auch so weit vorne. Ja. Er ist ziemlich gefeedet hier in dem Fall. Wir sehen nochmal die Statistiken von Bioforce als Tamkent. 11-4. Ist gar nicht mal so schlecht. Könnte sein, aber dass sich jetzt hier die 5. Niederlage mit dazu schummelt. Bis dahin ist noch ein weiter Weg. Wir werden das Ganze natürlich weiter beobachten. Das sieht bisher sehr gut aus für die Golden Guardians. 3000 Gold Vorsprung nach 17 Minuten. Das ist durchaus schon relevanter als die 1500 eben nach Minute 15. Das haben sie gut gemacht. Über die Top-Lane zu gehen, ist eben dieser eine Weg, den man wählen kann. Jetzt haben sie den Top T1. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben das gesehen. Bestes Beispiel kann ich euch bringen, TSM. Gegen Clutch Gaming, da war Broken Blade sehr, sehr weit vorne als Aatrox gegen den Huni auf Viktor und Huni hat entsprechend die ganze Zeit Toplane gefarmt und den guten Broken Blade zurück auf die Toplane gezogen. Und eine ähnliche Situation könnten wir hier vielleicht jetzt sehen. Sie müssen, also die Golden Guardians, diesen Lead von der Toplane erstmal wirklich nutzen und ausnutzen können, um ihn weiter zu snowballen, ohne dass Darshan einfach komplett for free ins Spiel bekommt. Ihr seht, der hat schon wieder Toplane durchgepusht, hat da ein paar Minions einfach so bekommen und Hornsa ist gezwungen, auf die Toplane zu gehen und das eben anzunehmen. Dementsprechend kann er wieder seinen Lead nirgendwo gerade nutzen. Und jetzt ist es halt die Schwierigkeit für Golden Guardians, diesen Lead zu nutzen und entsprechende Möglichkeiten zu kreieren. Ja, also wir werden sehen, ob sie das Ganze bewerkstelligen können. Mit der Erfahrung von Froggen und Hornster sollte das aber möglich sein. Jetzt hier erstmal Contracts, der gegen Bioforce was versucht hat, seine Schallwelle aber nicht trifft. Midlane-Turm kassiert auch noch ein bisschen Damage. Das wird eben auch wichtig, dass sie auf den anderen Lanes irgendwann diese T1-Türme kriegen. Denn wenn die zu lange stehen bleiben, dann ist das später quasi wie eine Sackgasse und da kommen sie nicht mehr weiter. Jetzt sehen wir hier den Kampf um die Vision im Bereich des Jungles von CLG. Logisch, denn gleich spawnt hier der Drache und man möchte natürlich auf Seiten von Golden Guardians für die Mid-Tier 1 gehen, damit die Map geöffnet wird. Wir sind kurz vor Minute 20, wir haben es jetzt schon sehr, sehr oft gesehen, den Kampf um die Vision im oberen Quadranten des roten Teams, damit man eben dort die Vision denied und den Baron machen kann. Jetzt erstmal hier den untere Quadrant des roten Teams. Wird angegangen, eben wegen des Mid-Tier-1s und des Drachens. Und vielleicht auch des Bot-Tier-1s, aber der wird sowieso irgendwann fallen. Der ist nicht so mega relevant durch den Split-Push später von Hornsa. Und man kriegt hier wahrscheinlich jetzt auch den Mid-Tier-1. Ja, das ist ein guter Siege, das hat man gut vorbereitet auf Seiten von Golden Guardians. Jetzt haben sie den Turm eben auch durch den Druck, den Hornsa da mitbringt. Und können trotzdem noch jetzt Richtung Drake rotieren. Hornsa geht einfach wieder auf die Top-Lane, hat seinen Teleport ready. Das heißt, sobald er da oben ist, ist auch da wieder der Druckfaktor vorhanden. Und das sieht nicht schlecht aus von den Golden Guardians. Wobei der Drache wird erstmal liegen gelassen. Sie machen das gar nicht. Schicken sogar die Duo-Lane erstmal wieder auf die Bot-Lane, um da den Turm vielleicht noch mitzunehmen oder zumindest ein bisschen zu damagen. Wir sehen hier von Deftly nicht das Item, das Bang eben auf Ashe gewählt hat. Bang wählte die klingende Unendlichkeit zuerst für den höheren Crit-Schaden, während Deftly sich hier für den Bathroom King into vermutlich Hurricane entscheiden wird. Um dort mehr Slows auf das gegnerische Team auf CLG austeilen zu können. Contract sitzt hier mit dem Solo-Dragon. Also sie haben sehr, sehr viel Vision im Quadranten des roten Teams im unteren. Und dementsprechend sehen sie, dass da niemand hinmoves und Contract den problemlos solo kann. Und er ist immer in der Lage, als sie sehen, über die Pit zu flüchten. Und damit sichern sie sich jetzt hier den dritten Drachen. Und das ist der zweite Voltendrache entsprechend auch für die Golden Guardians. Ja, also auch hier einen super guten Vorteil erarbeitet. Das sieht nicht schlecht aus. Der nächste wird der dritte Folgen. Da haben wir schon, ob sie den auch noch bekommen. Krabbe hier knapp. Am Baron geht erstmal ins CRG. Was war ein knapper Stil hier. Fast hätte Ole da die Krabbe bekommen. Das wäre schon mal schön gewesen. Das ist gut für CLG. Haben jetzt die Krabbe im oberen River vorm Baron. Den kann man erstmal 1,5 Minuten also schwierig angehen. Und schöner Push auch hier von CLG. Holen sich jetzt hier den mittleren Turm von den Golden Guns, ist ihr erster Turm, aber der ist sehr, sehr viel wert. Der öffnet die Map ein bisschen und gibt ihnen einige mehr Möglichkeiten. Ja, das auf jeden Fall. Das war wichtig, dass er den jetzt langsam bekommt. Währenddessen aber Botlane. Ja, Hornsa macht eben Urgott-Dinge momentan. Pusht da jetzt den nächsten Turm, ist in allen drei zerstörten Türmen quasi beteiligt gewesen. Oh, Wiggly auf der Lauer. Sucht da eventuell die Möglichkeit, findet aber nichts. Golden Guns
geht hier nicht so weit vor. Spielen das hier kontrolliert runter, haben 5000 Gold Vorsprung, verlieren aber den Blue Buff. Das ist natürlich ein bisschen schade hier. Ah, das war interessant gemacht von Power of Evil. Oh, jetzt aber Bioforce ist wieder da und schlabbert hier seinen Jungler weg. Das heißt, hier überleben alle am Ende, sogar Olli nochmal mit dem Flash-Hook-Versuch. Ha, war eine schöne Idee, hat aber nicht ganz geklappt. Trotzdem jetzt Golden Guardians ein bisschen mit dem Druckvorteil. Mal schauen, ob sie da was mitmachen können. Sie werden jetzt vermutlich hier ein bisschen Vision erstmal aufbauen im oberen Jungle von CLG, wenn sie denn noch Vision dabei haben. Ich sehe bei Olli auf dem Supporter hat ihm keine Zahl mehr. Das bedeutet, ich glaube, er hat keine Wards mehr zur Verfügung. Dementsprechend ist es sehr, sehr viel schwieriger für die Golden Guardians hier irgendwie Vision aufzubauen. Lee Sin hat zwar noch einen Trinket ready. Grundlegend möchtest du das natürlich nicht nur für Vision benutzen, du möchtest es für irgendwelche Wardjumps benutzen, für irgendwelche Kicks, für irgendwelche Plays. Oder halt auch entsprechend, um mal rauszukommen. Dementsprechend wenig Vision jetzt hier von Golden Guardians auf der Seite von CLG aufgebaut. Aber ja, nichts bis jetzt Dramatisches verloren. Aber sie schaffen es nicht, ihren Goldlead wirklich zu snowballen. Ja? Und wenn du sehr, sehr lange auf deinem Goldlead stagnierst, dann hast du das Problem, dass der Gegner auch Gold sammelt. Und wenn ihr beide gleich viel Gold bekommt, obwohl du den Goldlead hast, ist es eigentlich schlechter für dich. Weil desto mehr Gold im Spiel ist, desto irrelevanter ist ein geringerer Goldlead. Ja, also da sind so diese Even Trades eben nicht mal ganz so effektiv. Mal schauen, das Ganze flacht gerade ein bisschen ab. Mal schauen, welches den nächsten Schritt wagt. Das ist gerade so die wichtige Sache. Golden Guardians hat zwar die Pole Position, aber wir haben schon oft gesehen, dass Teams eben eigentlich lange vorne waren, lange das Ganze kontrollieren konnten. Und auf einmal kommt also dieser eine Fehler, der das ganze Game aus der Hand gegeben hat. Ja, wir sehen hier wieder ein bisschen mehr den LCS-Playstyle, wie wir ihn mittlerweile nennen. Beide Teams wollen hier keinen Fehler machen. Beide Teams nehmen so ein bisschen das Tempo raus und es fängt wieder an, dass das Makro mehr beachtet wird. Man baut mehr Vision auf, man denied mehr die Vision und man sucht die Möglichkeiten. Da ist vielleicht eine. Ah, man lauert. Jetzt kommt die 7 Ult. Shockwave da auch nochmal dazu. Die war nicht schlecht von Froggen. Man kriegt da den ersten Kill. Der Gegner konnte noch einer Double Kill für den Lee Sin hier. Und jetzt ist da schon drin. Der konnte seinen Teleport natürlich nicht mehr abbrechen. Das geht nicht mehr. Und jetzt wäre der Baron eine Option. Mit einer deutlichen Überzahl ist hier G-Fate der Jungler. Und die Lebensbalken bei Golden Guardians sind auch noch sehr hoch. Ja, da würde ich mal gebaitet sagen von Olle. Da hat er das Kinder-Team richtig schön gebaitet. Ist da reingefallen. Oh, und der Hook ist drauf, das ist bitter. Der kriegt hier zumindest mal seine Ult raus. Hälfte von Baron ist schon mal weg. Hornster kann das Ganze natürlich weiter tanken. Power of Evil und Sticks, die müssen da noch irgendwas versuchen. Wenn der Baron jetzt gefällt, könnte das der Base-Öffner werden für die Golden Guardians. 2000 Leben noch, 2000, das geht sehr schnell. Der Hook sitzt nicht. 700. Und das war sauber gesmited am Ende von Contracts. Und so kriegt man den Baron. Und CLG hat jetzt ganz große Probleme. Also sehr, sehr clean am Ende von den Golden Guardians den Baron exekutiert. Da sieht man die Erfahrung von solchen erfahrenen Spielern wie Froggen zum Beispiel, dass da gesagt wird, Leute, der Baron ist sehr low, die Gegner haben niemanden, der ihn wirklich stealen kann. Sie haben zwar Syndra, sie haben zwar sie wieder Pit, aber wir haben den Lee Sin mit Smite, der kann das problemlos ab, sagen wir mal 800, problemlos exekutieren mit Q und Smite. Da werden wir gleich drauf achten. Jetzt sehen wir erstmal kurz den Kampf hier noch. Da denkt man halt, dass man Oli kriegen kann, aber die Shockwave sitzt halt so gut und Deftly als Ash kann über diese Wand halt so viel Schaden machen. Frog mit der Shockwave hat halt sehr, sehr viel Impact und da explodieren Wiggly und Tahm Kench einfach. Und dann haben wir es leider nicht gesehen. Aber worauf ich hinaus wollte am Baron ist, dass man einfach dann ein bisschen Damage-Stop macht. Golden Guardians hört bei ungefähr 1500, 1400, vielleicht auch 1000 auf, einfach Schaden zu machen. Und lässt Contracts einfach diesen Schaden am Ende noch machen. Dann kann er problemlos den Schaden einschätzen. Dann kann auch von mir aus Power of Evil und Sticks dann noch was reinschmeißen. Das berechnet Contracts alles ein. Und dann kriegt er den Baron sicher. Wenn alle draufhauen, dann ist es ein bisschen schwierig für den Jungler, das zu berechnen. Dann könnte es sein, dass zu viel Burst kommt und irgendwie CLG den kriegt. Aber nein, gut gespielt von Golden Guardians. Und jetzt müssen sie das mit den grob 7000 Gold oder 6000 Gold Lead hier irgendwie beenden. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ja, dafür die Grundvoraussetzungen sind gestellt. Botlane-Turm wird jetzt hier auch nochmal angegangen, da wird der T2-Turm fallen. Das wäre der erste T2-Turm hier für Golden Guardians. Und das ist immer so wie beim Domino, der erste fällt, dann werden die anderen auch mit der Zeit fallen. Klar, Sivir zusammen mit Syndra hat einen guten Wave-Clear, aber irgendwann musst du ihn zwischen den ganzen Lanes immer weiter hin und her rotieren und gibst eben auf der anderen Seite der Karte dann was auf. CLG hat jetzt auch richtig, richtig krasse Probleme. Schauen wir uns mal ganz kurz Haunter an, der hier bei 282 CS und jetzt ein Bounty von 1000 Gold steht, während da Schar mit Level 14 gerade mal und 205 CS da stehen. Jetzt Arrow. Oh, Arrow ist drauf, aber Bioforce ist wieder der Retter in der Not. Also wenn CLG das gewinnt, habe ich mein MVP schon ausgemacht.
Wenn. Ja, ist eben da, wo unterm Kind stehen muss. Ja, das ist das Problem. Ich rechne momentan noch nicht damit. Aber sagt niemals nie. Ja, das war eine gute Aktion von Golden Guardians, denn allein durch diesen Error, alleine dadurch, dass sich Bioforce da drum kümmern musste, dass Power of Evil nicht stirbt, hat man CLG nach hinten gedrückt. Das heißt, man konnte den T2-Turm in der Mitte mitnehmen. Hat mit dem Baron jetzt gut, wir sehen es, mit dem Powerplay 3000 Gold Bonus gemacht oder Plus gemacht. Mal schauen, ob man jetzt eventuell mit dieser Minute Baron noch was anfangen kann oder ob man einfach sagt, hey, wir machen den Drake oder nicht. Gerade sieht es erstmal so aus, als würden sie die Top-Lane noch pushen wollen. Siebe Ulta defensiv genutzt, um einfach rauszurennen. Die Golden Guardians möchten hier den letzten T2 noch holen, das können sie auch problemlos machen. Ich sehe halt keine Möglichkeiten für CLG, Hornsar wirklich zu töten. Der hat jetzt mittlerweile sein drittes Item fertig, der hat eine Stopwatch im Inventar, der hat einen Gargoyle Stoneblade im Inventar, der wird innerhalb des gegnerischen Teams stehen und so unglaublich tanky sein, während Dashan eben nicht die Bedrohung darstellt, die ein Aatrox normalerweise darstellen müsste, weil er eben einfach viel zu underlevelt ist. Level 14 auf demselben Level wie Deathly unterm Level von Froggen. Selbst wie Contracts. Und das ist halt sehr, sehr niedrig für einen Solo-Laner. Und jetzt geht's los. Ah, Shockwave sitzt. Bioforce frisst hier sein AD Carry. Rettet auch Stixie hier wieder. Redemption nochmal, um ein bisschen Leben zu regenerieren. Man will diesen Turm einfach auf Teufel komm raus haben. Den bekommt man jetzt auch. Mal schauen, ob man jetzt weitermacht oder zum Drachen rotiert. Der Drache wäre natürlich nochmal die sichere Variante. Sie nutzen hier in der letzten Sekunde noch den Baron Recall. Sparen dadurch nochmal ein bisschen Zeit. Sehr, sehr cleaner Baron hier von Golden Guardians. Haben drei Türme, alle auf der Turrets, in der Turrets, Entschuldigung, mit diesem Baron geholt und nehmen in den letzten Sekunden sogar noch den Baron Recall mit. Also das ist effizient genutzt an der Stelle. Resetten jetzt, holen sich ihre Items, sind bei sehr, sehr vielen Items. Urgot eben, habe ich die drei Items von Urgot angesprochen, jetzt hat er sogar vier. Den Guardian Angel sogar noch auf Urgot. Also den hier nochmal tot zu kriegen, wird echt schwierig. Ja, und dazu macht er eben inzwischen auch, also immer noch guten Schaden. Normalerweise ist ein Urgot, klar, der macht ja durchgängig Schaden, aber jetzt trotzdem mit den Items. Ja, keine Chance für Dashan, da muss er davon fliegen. Schafft das gerade so. Der Drache ging übrigens auch wieder an die Guardians. Drei Cloud Drakes, die sind so schnell wie sonst keiner. Kann nicht mal die schnellste Maus von Mexiko kann damit halten. Definitiv nicht. Speedy-Speedy-Bo. Und jetzt wird hier von den Golden Guardians ein wenig Wave-Management betrieben. Sie pushen auf der Botlane. Der gute Hornsar als Urgot, der kaum gefährdet ist in der Mitte, pusht da einfach alleine durch. Auf der Toplane steht die Wave einigermaßen okay. Je nachdem, wohin die pusht, ist es relativ egal für den Golden Guardians, weil es wieder lange dauern sollte, wenn sie gegen sie pusht. Und so wie es aussieht, pusht es sogar gegen CLG. Also dementsprechend gutes Wave-Management hier von den Golden Guardians. Jetzt versucht CLG mit Predator vielleicht noch irgendwas zu holen. Der Versuch war da, aber mehr ist es im Endeffekt auch nicht. Der nächste Baron wäre in einer Minute da. Da wird dann der Fokus liegen. Und wenn Golden Guardians das Ganze so gut hinbekommt wie beim ersten Baron, dann wird es danach auch schon gewesen sein. Ja, denn nochmal kann CLG das nicht so lange halten oder so gut halten. Denn man muss sagen, wenn du einen Baron gegen dich hast und keine Base-Türmer verlierst, dann ist noch alles cool. Ja. Dann ist alles in Ordnung. Aber nochmal würde das eben nicht funktionieren. Schon gar nicht mit einem Urgot, der jetzt, wie gesagt, eben bei vier Items ist. Ja, eine Ashe, die auch langsam aufs dritte Item zugeht. Das sind schmerzhafte Werte, die da zustande kommen. Wir sehen hier die Vision von CLG im Bereich des oberen Jungles und im Baron-Bereich. Und da sehen wir einen einzigen Ward, der entsprechend jetzt auch geklärt wurde. Sie haben einen sehr defensiven Pink Ward in der Nähe von ihrer Base stehen, aber der bringt ihnen eigentlich im Endeffekt für einen Baron gar nichts. Und Golden Guardians hat jetzt hier absolut das Zepter in der Hand. Es ist jetzt nur noch Entscheidungsfreiheiten für Golden Guardians. Was machen sie, was wollen sie, wie machen? Und da schauen. Ja, da muss man aufpassen, oh, ist da mittendrin, aber Urgot tankt halt alles weg, Hornsar ist eine Maschine, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt ist hier gerade nochmal der Arrow durch, das sitzt gut, Context kriegt seinen nächsten Kill. Und guess what, ja, man macht einen Kill, man rotiert zum Baron und lockt die Gegner eben in die Falle, in die Dunkelheit, da wo sie keine Vision haben. Und mal schauen, ob man das Ganze gut ausspielen kann und vielleicht noch einen Kill mitnimmt oder sogar mehrere. Oder im Endeffekt einfach den Baron nimmt. CG scheint sogar einfach zu sagen, okay, nehmt den, jetzt kommt erst die Rotation. Sie wissen eben nicht, wohin. Ah, der Hook ist drauf, Shockwave ebenfalls. Die Shockwave war aber nicht optimal. Hornsar kommt jetzt nochmal rein. Und man hat den Baron erstmal abgebrochen. Man will für den Fight gehen. Ah, Special diesmal wichtig. Hornsar geht nach vorne. Versucht das Schaden auszuteilen, schafft das Ganze bisher aber noch nicht so gut. Und somit bricht man den Baron ab und kann noch nicht mehr machen. Ja, gar nicht schlecht gemacht, hier von CLG, diesen Baron zu contesten. Oh. Ja, ein bisschen schade halt, dass die Shockwave von Froggen leider ins Nichts ging. Weil Frost hat da geregelt. Ah, jetzt hier
Man merkt richtig, wie Golden Guardians einfach will. Sie wissen, okay, jetzt einen Fight gewinnen. Hornster ist auch in der Backline drin. Der tut da natürlich ordentlich weh. Schaut euch das Leben von Power of Evil und da schon an. Die Ult! Ja, die geht mitten rein, ab ins Tor. Kontext hier unten. Der überlebt das Ganze sogar. Der Kill geht an Aaron Deftly. Und jetzt muss der Rest ins hier rennen. Und jetzt ist wieder die Chance, da den Baron zu machen. Oder vielleicht einfach für die Base zu gehen. Jetzt muss man sich entscheiden von Golden Guardians. Schöne Idee, gut gemacht von Hornstein, da entsprechend in die Basis zu gehen, den Flank zu spielen, weil er einfach momentan so unfassbar unbesiegbar ist, kann er entsprechend problemlos für den Flank gehen. Er kann sich alleine ins gegnerische Team stellen und wenn das Team zu fünft von CLG auf diesen Hornstein draufhauen sollte, macht er das Gargoyle Stoneplate an und wird dort nicht sterben. Und entsprechend würden dann die Golden Guardians nachziehen. Das war sehr gut gemacht. Und dementsprechend werden sie hier sicherlich auch diesen zweiten Baron des Spiels sichern können. Minute 32:20, der zweite Baron geht an die Golden Guardians. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Hier wurde der Hook auf Bifrost getroffen, allerdings hat man sich entschieden, nicht reinzugehen. Und jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus für CLG, aber achtet mal auf das TP hinten vom Contracts. Und er wird dort von Hornstein, er wird da halt problemlos reinkommen. Selbst wenn CLG jetzt auf ihn kollapsen sollte, wird er dann niemals sterben. Er hat Gargoyle Stoneplate. Und das ist halt der Go-Moment für die Golden Guardians. Hornstein steht da drin, zieht viel Gegner entsprechend auf sich oder beziehungsweise scheucht sie weg. Und das ist das pure Go für Golden Guardians. Da flashen sie drauf, da holen sie alles raus, was sie haben und kriegen dort entsprechend auch den Kill auf Sticks ein. Ja, das hat man sehr gut gespielt. Als Belohnung gab es jetzt eben, wie gesagt, den Baron. Mal schauen, ob man mit Baron Nummer 2 die Base von CLG hier öffnen kann. Im Normalfall sollte das zumindest der Fall sein. Mit einem Hornster, der bis zum Geht nicht mehr gefeedet ist, eben im Split-Push, hat man da gute Möglichkeiten. Im Endeffekt haben fast alle Spieler von Golden Guardians hier sogar einen Bounty, also ein Kopfgeld auf sich drauf. Der Einzige, der es nicht hat, ist All Day Support. Schade. Okay, ist. Ja. Passiert. Oder nur ein einziger Tod bis jetzt hier mit den Golden Guardians. Froggen ist der Einzige, der hier einmal gestorben ist. Und das war absolut worth it. Denn dafür haben sie, darf man nicht vergessen, den Höllendrachen ganz am Anfang des Spiels bekommen. Dementsprechend, das ist absolut okay. Die spielen hier ein richtig gutes Spiel, die Golden Guardians. Ziemlich, ziemlich clean. Und haben bis jetzt auch nur einen Turm verloren. Also sie haben einen Turm und einen Kill abgegeben. Und diesen Kill auch nur für den Höllendrachen. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, spielen das hier gerade sehr solide, versuchen jetzt auch ganz gemächlich hier diesen Inhibitor-Turm zu holen. Wir sehen, der hat nicht mehr viel Leben. Und mit der nächsten Wave sollte das Ganze dann gelingen, spätestens mit der übernächsten. Man versucht das Ganze natürlich zu cleanen, aber jetzt kommt Hornster an. Auch der macht Druck, der Turm in der Mitte auch schon bei der Hälfte von seinem Leben. Das ist alles sehr gut gespielt. Ja, das dauert nicht mehr lange, dann fallen die Türme. Wenn der erste gefallen ist, dann wird es immer schneller gehen. Ja, das Kartenhaus wird zusammenfallen. Ja, sie warten jetzt hier auf die nächste Wave. Sie spielen das auch sehr geduldig. Hier nicht irgendwie rein, da nicht gecatcht werden. Einfach wirklich vorsichtig spielen. Die Hits nehmen, die man sicher kriegen kann. Und entsprechend die wirklich, wirklich krasse Stärke von Hornster hier ausnutzen. Jetzt fehlen hier noch. Der Midlane-Turret dürfte jetzt fallen. Ja, den kriegt Hornster hier. Das macht er super stark. Das ist ein Split-Push mit einem Baron Buff, wie du ihn eben spielst. Hornster momentan ein stärkster Spieler. Ist eben gesondert, weil keiner im 1 gegen 1 gegen ihn klarkommen würde. Ah, der Inhibitor fällt ebenfalls und jetzt kann man einfach auf die Botlane rotieren mit 5 Leuten. Man sollte diesen Turm hier vielleicht sogar ein bisschen mit der Brechstange bekommen können, denn der hat nicht mehr viel Leben und das sind ja 2, vielleicht 3 Autotechs, die da reichen würden. Versucht's einfach, Jungs. Froggen geht sogar nach vorne. Die Kanone macht es. Ah, jetzt wird's immer geklappt. Das ist natürlich die Stärke, die eine Syndra hat. Er kann da die Minions einfach mitnehmen. Auf Seiten von Golden Guys, das kann man mittlerweile sogar facetanken. Man wartet einfach nur, dass die Minions langsam mal sicher in die Basis von CLG strömen. Und das tun sie auch. Jetzt der zweite Inhibitor für Golden Guardians. Ziehen sich zurück. 10.000 Gold Lead. Werden hier vermutlich einmal resetten. Nochmal ein bisschen aufstocken, was die Items angeht. Vielleicht holen sie sich auch vorher erstmal noch den Drachen. Ja. Ist natürlich absolut korrekt. Kann man mitnehmen. Dann spawnt auch der Ahndrache in 5 Minuten, falls das Spiel irgendwie noch so lang gehen sollte. Der ist auch eine ultimative Winning Condition hier für Golden Guardians. Und dann wird man jetzt hier, wie gesagt, in die Basis gehen, noch ein bisschen aufstocken und sich Richtung Toplane begeben. Ja, das wäre das letzte Ziel, da steht der letzte Inhibitor. Mal schauen, ob und wann man den bekommt. Und mal schauen, wie die Items jetzt so aussehen. Also Urgott jetzt bei 5 Items. Gute Nacht an der Stelle. Auf der anderen Seite Ash mit 3, Syndra mit 3. Viel mehr brauchst du dazu gar nicht sagen. So nahezu alle haben ihre Power Spikes. Na, selbst Ash jetzt hier schon mit der Klinge der Unendlichkeit. Aber man darf den Schaden von Sivir nicht unterschätzen. Stixey steht jetzt hier auf, lass mich nicht lügen, 5 und 8, nee, 90% Crit, glaube ich. Alpha müsste, oh, Doppel-AFC, ne, da hat er sich kurz verkauft. Ja, jetzt hat er die 100% Crit.
steht ja exakt auf 100% Crit, hat die FC und Static Shift zusammen. Also das darf man nicht unterschätzen auf Seiten von Golden Guardians. Wenn Stixxay hier wirklich in der Lage ist, die Outfits rauszukriegen und die Ricochets wirklich auf die wichtigen Targets kommen, dann ist der Schaden auf jeden Fall ausreichend. Und man sieht es hier auch, Waves clearen kann er. Also er kann problemlos, wenn die Midlane und die Botlane auf die Nexus-Türme zulaufen, beide Waves gleichzeitig clearen mit diesen Ricochets. Das ist problemlos möglich. Also Golden Guardians hat das Spiel hier relativ lang gehen lassen, dürfen sich dementsprechend nicht zurücklehnen, denn im Late Game ist es immer noch möglich, gegen so eine starke Syndra und so eine starke Sivir irgendwie einen Kampf zu verlieren. Ja, das auf jeden Fall. Also wenn man das Ganze nicht sauber runterspielt, dann kann es da nochmal zum Wackeln kommen. Contracts lauert da, Schallwelle hat gesessen, aber mehr macht man auch nicht. Man wartet gerade auf die Toplane-Wave, dass sie so langsam angerannt kommt, auch die Bot und die Mitte. Die pusht natürlich gut rein. Sivir, Ole ist ja aggressiv. Ole kann aber recht viel wegtanken. Lebt immer noch. Kontext jetzt rein. Und Atox ist jetzt in seiner Passive. Das könnte der letzte Fall sein. Honza ist da. Honza, der Ash Arrow sitzt nochmal auf Bioforce. Man muss damit natürlich auswählen. Kontext und der Häcksler am Ende reicht aus, um hier Wiggly mitzunehmen. Und das sollte es dann im Endeffekt gewesen sein. Ich glaube nicht, dass CLG das hier im 4 gegen 5 verteidigen kann. Golden Guardians bestätigt seine Leistung von gestern. Ja, der erste Next-Turn wird hier angegangen. Man muss noch ein bisschen aufpassen. Gerade ist es noch eine recht heikle Situation. Nächste Minion Wave kommt aber demnächst. Das heißt, man kann weiter pushen. Der erste nächste Turm ist down. Jetzt soll das nach und nach zum Ende kommen. Honzas Schaden. Ja, Power of Eve. Am Ende rettet Bioforce nochmal. Und währenddessen wird da schon erledigt. Deftly macht inzwischen auch Damage. Und das war's. Die Golden Guardians holen sich den dritten Sieg des Blitz gegen CLG. Ja, da hat CLG, wie ich es immer nenne, ein wenig ein Desperation Attempt. Also nochmal so einen Verzweiflungsversuch gemacht. Sie wissen genau, sie müssen irgendwas tun. Die Super Minions pushen in ihrer Base und sie werden das auf kurz oder lang entsprechend vermutlich verlieren. Haben sich gedacht, wir können da vielleicht Ole holen. Aber die Golden Guardians machen da natürlich nicht einfach bei mit. Die verteidigen ihre Spiele, haben hier letztendlich ein fast perfektes Spiel geliefert. Im Endeffekt haben, glaube ich, wie gesagt, einen Turm und einen Kill abgegeben. Und den Kill abzugeben war absolut worth it. Und ansonsten haben sie alles beinahe von hier CLG mitgenommen. Gut gespielt von Golden Guardians. Das habe ich so irgendwie schon ein bisschen erwartet. Echt? Ja. Krass. Jetzt wärst du Analyst. Könnte man meinen. Ich bin Analyst. Ich fliege nicht in den Jemen. Dieses Meme. Ja, inzwischen weiß ich auch, worum es geht. Ah, sehr gut. Ich hatte die Werbung nicht letztens gesehen. Ja gut, aber CLG, ich meine, klar, es ist bitter für sie, sich jetzt 4-4, aber sollten sich jetzt nicht davon knicken lassen. Ich meine, Golden Guardians zuletzt auf dem aufsteigenden Ast. Wo ist jetzt auf dem Absteigen erst? Gehen mit dem Flow nach oben. Wir werden besser, das würde ich sagen. Sie haben gegen Team Liquid starke Leistung gezeigt, haben das heute noch bestätigt, konnten das Ganze heute auch closen. Das heißt, das ist auch nochmal wichtig, dass du Spiele auch beenden kannst. Das haben sie gezeigt, haben das super gemächlich gespielt. Aber das ist dann eben dieses Runde Team League of Legends. Wir gehen gar nicht auf uns, wir hören uns das Interview an. Mit Contracts. Kind of had top lane locked down. What can you tell me about the synergy that you've built up together? I mean, Kevin's just a monster. You see that? Holy, up 40 CS, 1,000 gold bounty. I mean, this is Link Kingdom for sure. So now we're almost halfway through the spring split. So in your opinion, how far do you think Golden Guardians has come since week one? Really far. I mean, if you saw the first 2 weeks, you'd know, right? But yeah, we improved our team synergy and our team coordination a lot. We're definitely making team plays now. And, you know, we can only get better from here, so. That being said, you picked up the win today. You had the 2-0 weekend last week, and then even yesterday's loss against Team Liquid didn't look like that bad of a game. So what's the future look like for Golden Guardians? I mean, playoffs is always the dream, you know? Winning finals would be good too, but you know, that's a really big goal. But I mean, we're all rooting for it, and we all think that it can happen. Well, Contracts, thank you, and I wish you the best of luck with that. That's it for us here. Back to you guys at the State Farm Analyst Desk. Ja, sehr interessante Worte von Contracts. Erstmal hat er seinen Toplaner in höchsten Tönen gelobt. Warum nur? Ja, der war gerade schon ziemlich insane. Wobei man auch sagen muss, es war halt Urgott gegen Aatrox. Ich habe im Chat ein bisschen gesehen, ich muss ganz kurz Darshan verteidigen. Ich habe im Chat ein bisschen gesehen, dass Leute sagen, aber Darshan war voll schlecht. Er hat halt ein blödes Matchup bekommen und im Endeffekt der Draft wird es dann mit von den Spielern entschieden, aber die Coaches sind ja dann. Also wenn theoretisch jemand schuld sein würde, was ich, Moment, ich bin noch nicht fertig, schuld sein würde, dann wäre es nicht Darshan. Der hat, glaube ich, das Beste rausgeholt. Aber die Sache ist, ein Aatrox kann funktionieren. Wir hatten letztes Jahr schon immer so diese Frage, wer gewinnt das Matchup jetzt eigentlich? Denn die einen haben gesagt, Aatrox ist der Bessere. Die anderen haben gesagt, Urgot, klar, dadurch, dass Urgot noch nicht genervt wurde, ist der vermutlich momentan der Bessere. Das war eine Idee, die man hatte. Es ging einfach nicht auf, weil auf der anderen Seite der Karte auch nicht das passiert ist, was hätte passieren müssen. Das ist ein Teamspiel. Im Endeffekt sind alle schuld.
Aber Gordon Garnett ist auch gut. So, jetzt bitte sag was, sonst wirklich so gemein. Ja, also das, er wirkt sehr gemein, aber er hat nicht Unrecht. Ich habe das in der Champs Lecture schon gesagt. Aatrox ist halt richtig hart rausgenommen worden. Es gibt einen Grund, warum der von keinem Team bis jetzt gepickt oder gebannt wurde überhaupt seit des Patches. Und ihn gegen Urgo zu schicken, ist halt schon ein Risiko. Da hat man sich was überlegt und diese Überlegung wird man jetzt, glaube ich, revidieren und sagen, das lief nicht so gut. Streichen wir das aus unserem Buch. Wir haben es probiert, funktionierte nicht. Machen wir hoffentlich nicht nochmal. Ja, also mal schauen, ob man sich nochmal bessern kann. Wie gesagt, Golden Guardians auf der anderen Seite, das war ein echt gutes Spiel. Also, das war insane. Also, wenn das man mir nach dem zweiten oder dritten Spiel gesagt hätte, Golden Guardians gewinnt so eindeutig gegen CRG und spielt das so selber runter, ich hätte das nicht so akzeptiert, vermutlich. Das wird, glaube ich, niemand großartig glauben, wenn du sagst, ein 0-4-Team wird plötzlich anfangen, alles auf den Kopf zu stellen hier und selbst gegen Team Liquid ordentlich zu performen. Das ist, Golden Guardians hat sich wirklich gemacht. Sie hatten ja halt diese Probleme am Anfang, dass sie eben nicht gut als Team gespielt haben, ein bisschen unkoordiniert, ein bisschen fragwürdige Entscheidungen getroffen haben. Aber sie haben sich gefangen und dann sieht man, wie gut die Spieler letztendlich auch sind. Das sind gute Spieler. Hier sieht man den Solo-Kill von Hornse direkt auf der Schaden, weil Aatrox einfach pretty much useless right now ist. An der Stelle schon, hat seine Ultimate verloren, hat sein Flash schon verloren gehabt und das wird Hornser problemlos bestrafen. Und hier sieht man dann Hornser super weit vorne, tankt die ganzen Tower Shots, macht super viel Schaden. Da Schaden hat keine Chance, Contrax kommt jetzt dann nochmal zur Hilfe. Weakly kann als Gragas auch nicht so viel machen, im Endeffekt alleine gegen zwei Leute und so gut. Das probiert da, baitet er nochmal den Flash von Contrax, aber stirbt trotzdem, weil Hornser Schaden einfach zu hoch ist. Wenn du einen Urgot gegen dich hast, der so gefeedet ist und einen Aatrox hast, der so weit hinten ist, dann wird es wirklich schwierig, das Game noch zu gewinnen. Ja, das auf jeden Fall. Also, ja, da können wir nicht mehr groß was zu sagen. Wozu wir was sagen können? Wozu ist nämlich das nächste Spiel? Denn das wird Team Liquid gegen TSM. Auch hier ist der Score natürlich nicht richtig. Das Ganze steht auch 0-0. Das haben wir in einer kleinen Pause. Da bin ich mal gespannt, wer das gewinnen wird. Ich hab schon so einen Kandidaten. Ich glaube, das könnte so ein 7-0-Team oder so werden. Okay. Wir werden es aber sehen. Ja, wir lassen uns überraschen. Wir machen 6,5 Minuten Werbung. Oder auch nicht, aber nochmal ein paar Replays bekommen. Ja, wir gucken uns nochmal das vorenthalten. Kleine Replay hier an. Das ist der Bait von den Golden Guardians. Da denkt CLG, dass sie hier den guten Ole kriegen können, aber das lässt natürlich Golden Guardians nicht zu. Peelen ihn hier sofort weg. Die Shockwave von Froggen sitzt und der Schaden von Deathly entsprechend auch. Und jetzt wird man versuchen, hier den Baron zu contesten. Allerdings geht der Schaden hier so schnell down. Und wenn wir jetzt den Baron... Ich hoffe, wir sehen den Baron nochmal. Genau, hier die Situation. CLG könnte versuchen, das irgendwie zu stealen und achtet mal darauf, wie die Golden Guardians jetzt gleich den Damage-Stop machen. Seht ihr das? Kein Damage großartig mehr von den Golden Guardians, wodurch entsprechend Lee Sin ohne Probleme diesen Smite kriegen wird. Und das ist das, was ich während des Spiels unbedingt erwähnen wollte, auch wenn man es nicht richtig gesehen hat. Das ist wirklich clean executed Baron und muah, lecker Schmecker. Ja, long story short, Golden Guardians ist krass. Wir gehen in eine kleine Pause. Bis gleich, renn nicht zu weit weg. Mach das